Ja, hier ist er wieder, euer Borgelkart. Ich bin hier auf der Karte Neuer Morgen unterwegs. Das ist ein Herrschaftsgefecht, da komme ich nachher nochmal zu. Und ich selber fahre die Erkensis Beta. Die Erkensis Beta ist hier ein Premium-Schiff, ein Goldschiff. Und zwar der Amerikaner, der Tierstufe 4. Und dieses Schiff gab es dann als Belohnung für die Closed Beta-Tester. Man musste, wenn ich mich nicht täusche, 50 Gefechte auf dem Konto haben und dann gab es sie. Sie hat bei mir eine permanente Tarnung. Was die genau bringt, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich habe für dieses Gefecht extra mal alles geflaggt, was so geht. Man kann hier 8 Flaggen, sprich Wimpel setzen. Das sind so Bonus-Items, sag ich mal. Bisschen schneller reparieren, bisschen mehr Credits bekommen, bisschen weniger Reparaturkosten bezahlen. Sind Verbrauchsmaterialien. Wie man diese genau bekommt, weiß ich jetzt gar nicht so genau, kann ich euch gar nicht 100% sagen, aber ich glaube, es hängt damit zusammen mit eurer Gefechtsleistung. Da kriegt ihr dann mal welche verliehen, gelegentlich. Und was wäre noch zu diesem Schlachtschiff zu sagen, der Amerikaner halt? Die Geschütze haben eine Reichweite von 12,1 Kilometer. Das Schiff besitzt keine Flugabwehrbewaffnung. In diesem Gefecht haben wir einen Flugzeugträger auf jeder Seite, 4 Schlachtschiffe auf jeder Seite. Dann haben wir da auch nochmal 5 Kreuzer pro Seite und 2 Zerstörer. Ja. Was könnte man jetzt hier noch zum Besten geben? Die Fragen, die jetzt kamen mit, welche Schiffsklassen hast du, welche Stufe? Aktuell nur Stufe 3, weil jetzt ist es eine offene Beta, es kann jetzt jeder spielen und da wurden sämtliche Forschungsergebnisse, Gefechtsergebnisse auf Null gesetzt. Das heißt, ich fange wieder von vorne an. Ich habe also keine Schiffe, weil ich die geschlossene Beta habe, sonst freigeforscht. Oder irgendwelchen fetten Bonus. Nein, habe ich nicht. Ich habe halt dieses Goldschiff bekommen. Und noch die Goldschiffe, die ich mal gekauft habe, habe ich auch noch im Hafen gehabt. Gut, Herrschaftsmodus. 3 Cap-Punkte. Kennt ihr ja von World of Tanks. Erobern, halten, gewinnen. Aber das ist ja nicht so einfach bei diesem Modell. Pro Cap-Kreis bekommt man 3 Punkte, den man hält. Hat man 1000 Punkte oben voll, hat man gewonnen. Oder man versenkt alle Gegner, hat man auch gewonnen. Aber so einfach die 1000 Punkte voll zu kriegen, ist es nicht. Für jedes versenkte Schiff aus eurem Team werden Punkte wieder abgezogen. Von diesen 1000 Punkten, die man maximal erreichen kann, um zu gewinnen. Und die Wertigkeit der Schiffe. Ja, wenn ihr welche versenkt, kriegt ihr Pluspunkte. Wenn ihr welche versenkt, kriegt ihr Minuspunkte. Wie genau die Punktevergabe ist, schaut sie euch bitte selber an bei Bedarf. Weil ehrlich gesagt, alles im Kopf haben kann man nicht und alles in einem Gefecht erwähnen kann man jetzt ja auch nicht. So, dann gucken wir mal. Einfach mal nach Gefühl. Eine schöne Breitseite rüber und. Naja, ein Treffer. Und wir mussten auch Treffers einstecken. Ja, ich schieße aktuell panzerbrechende Munition bei diesem Schiff. Da doch wesentlich mehr Schaden damit zu erzielen ist. Natürlich will man den Gegner mal anstecken. Kann man auch AE schießen. Das ist dann vielleicht sehr interessant, wenn man mal Flugzeugträger vor den Geschützen bekommt. Aber zurzeit, was ich an möglichen Zielen habe, lohnen sich HE-Geschosse erstmal nicht. So, da haben wir erobert. Und gucken wir mal, ob die sitzen. Ja. Die sitzen, Zitadellentreffer.
Da hört ihr Bullseyes. Also, das kann kein schlechter Treffer gewesen sein. Und ja, wieder ein schöner Treffer. Torpedoes to port. Oh. Irgendein Strolch schießt da Torpedos auf mich. Und da blasen wir ihn dank eines Zitadellentreffers und ordentlich Damage durch meine Geschütze blasen wir ihn in die ewigen Jagdgründe. Vielleicht war das auch derjenige, der meinte, mit Torpedos hier rumstenkern zu müssen, also hat es keinen Falschen getroffen. Was ihr da seht gerade, war meine Sekundärbewaffnung, die gefeuert hat. Automatisch kleine Geschütze, die dann auch beim Gegner einschlagen. So. Wieder Torpedos drauf eindrehen in der Hoffnung, dass sie vorbeilaufen. Und Glück muss der Mensch haben und vor allen Dingen die Minimap beachten. Die Geräusche beachten und reagieren. Da brenne ich. Schnell den Löschtrupp losschicken. Bevor wir die ganzen anderen Geschütze gedreht haben, hauen wir nochmal eine Lage raus. Und jetzt werden wir uns dem nächsten Gegner annehmen. Und ich schicke nochmal mit der Taste T den MacGyver los mit Klebeband, Draht, Kaugummi, einer Zange und einem Taschenmesser. Flickt er mal hier ein bisschen was zusammen an entstandenen Schäden. Ja, da sehen wir ein brennendes Schlachtschiff. Schon recht nah. Also, ich bin hier mitten im Geschehen. Und habe ich das Glück, ja? Die Torpedos laufen vorbei. Oh, mein Steuerrad klemmt fest. Ich kann nicht reparieren. Also werde ich gleich hier gegen die Insel brettern. Ist nun mal so. Also werden wir uns jetzt hier verteidigen auf Teufel komm raus. Und hoffen, dass der Reparaturtrupp bald wieder einsetzbar ist. Ja, volle Kraft zurück. Dass wir wenigstens ein bisschen in Bewegung bleiben. Und den Gegner bearbeiten. Leider war es das mit dem Bearbeiten. Da sind wir auch schon gesunken. Was soll's? Dann schauen wir doch mal beim restlichen Team zu, ob die das jetzt hinkriegen. Den sehen wir hier. Ja, auch ein Schlachtschiff. Und zwar die Wyoming. Und ich frage mich, wann will er denn mal schießen? Und wieso lenkt er jetzt hier so ein? Verstehe ich auch nicht. Damit dreht er die Geschütze, die hinteren, erstmal vom Gegner weg. Und kann mit diesen gar nicht werken. Wäre noch etwas weiter gefahren, hätte er ja noch feuern können. Gut, die Torpedoflieger mögen ein Grund gewesen sein. Weil ich habe das Warnsignal jetzt nicht gehört. Er kassiert einen Treffer, also das geht ja noch. Das ist doch noch recht erfreulich. Mit nur einem Torpedotreffer.
Jetzt aber, die Geschütze sind ausgerichtet, mein Freund. Such dir ein Ziel. Nein, er sucht sich kein Ziel. Er guckt mit den Geschützen sonst wohin. Macht bitte nicht den Fehler, jetzt die Geschütze hier nicht einzusetzen, vor lauter hin und her kreuzen. Und selbst wenn ich jetzt hier auf wilden Fluchtmodus gehe und auf der Minimap nicht sehe, dass da unbedingt Schiff mir entgegenkommt oder die Insel, ja, dann haltet die Geschütze bitte ein bisschen nach hinten in dem Fall. Falls da aus Versehen was aufgedeckt wird, könnt ihr nämlich noch feuern, sprich wirkt mit euren Geschützen. So fährt dieses Schlachtschiff als Gefechtsfeldtourist durch die Gegend, ohne dass es hier auch nur eine Chance hat, auf plötzlich auftreffenden Gegner feuern zu können. Aber da wir zwei Cap-Punkte haben, erobern wir schneller die Bonuspunkte, um die 1000 voll zu kriegen als der Gegner. Da wir auch mehr Schiffe im Gefecht haben, haben wir auch dem Gegner entsprechend geschwächt bei den Punkten. Und gucken wir mal bei diesem Schlachtschiff zu, bei der Miyogi, ob dieser Spieler doch seine Geschütze einsetzt und sich nicht nur verstecken will mit einer wilden Flucht. Ja, Glück muss der Mensch haben. Und vor allen Dingen, die Miyogi hat auch recht niedrige Aufbauten, da kann das schon mal vorbeigehen. Und sie feuert und... Oh, das sieht doch ganz gut aus. Erkenne ich nicht genau, was sie an Schaden hier angestellt hat. Vielleicht mache ich mal die Minimap ein bisschen kleiner, dann könnt ihr das Schiff besser sehen. Ihr seht auch von der Beleuchtung her, die eine Seite ist hier im Schatten, die andere im Sonnenlicht, also wesentlich besser zu sehen. Und der Brand, der da aufkam, der wurde sehr schnell gelöscht. Ich sag mal, da wurde der Reparaturtrupp losgejagt. Ja, die hinteren zwei Geschütztürme können selbst bei einer wilden Flucht hier immer noch wirken. Aber ihr habt gemerkt, er hat nicht weiter eingelenkt, damit er mit allen drei Geschütztürmen feuern kann. So sollte man das machen und nicht wie der Kamerad, der vorhin die wilde Flucht begangen hat und die Geschütze vom Feind weggedreht hat. Ja, schauen wir hier mal. Da fährt einer rückwärts. Wieso das Ganze? Er hat gerade als Zerstörer seine Torpedos losgelassen. Die laufen da. Und er hat ein Schiff versenkt. Und er fährt rückwärts, damit er im Schutze der Insel kam, damit der Nachsetzende in die Torpedos zwar reinläuft, aber er keinen Beschuss bekommt. So. Schauen wir mal weiter beim Team. Hier ist ein Kreuzer unterwegs. Die Kuma. Ja, Kuma. Sie hat nicht nur Geschütze an Bord. Nein, sie hat ja auch hier Torpedo mit. Also ein Allzweckgegner-Krieger. Und ja, kommen wir damit zur Auswertung. Das waren insgesamt 158.199 Kreditpunkte, 2.195 Erfahrungspunkte, 110 freie Erfahrung. Dann hier nochmal vernichtender Schlag. Und erstes Blut habe ich bekommen. 18 Zieltreffer, zweimal kritisch beschädigt, 1 zerstört, 3 Zitadellentreffer und einmal Basiseroberung, Unterstützung. Teamwertung, ich bin recht früh ausgeschieden. Gucken wir mal. Ja, drittbester von den Punkten. Also, die ersten Schüsse haben gesessen. Und das Team hat es danach sauber gewonnen, wie es aussieht.
Und wie ihr selber sehen konntet, sie haben gut gearbeitet, bis auf ein, zwei Ausfälle vielleicht. Die Spieler gibt es immer, die ein bisschen sich noch ins Spiel reinfinden müssen. Und ja, 62 Schüsse abgegeben mit der Hauptbewaffnung. Davon waren 21 Treffer. Und von diesen 21 Treffer waren auch 20 Durchschlagstreffer. Und so komme ich auf 46.937 Damage-Punkte. Und ich glaube, das soll's gewesen sein. Tschüss, euer Borgelcut.